jetzt will ich halt wissen, wo und was und vor allem warum. Da oben. Könnte rein theoretisch dieser Baum sein, wo wir ganz am Anfang waren, wo die Mutter gestorben ist. Sollte ich da hin? Oh, irgendwie will ich. Nun glaube ich nicht, dass wir uns da wohlfühlen. Noch weiter, da drüben. Och, spring doch nicht immer so weit. Du sollst hier auf den Baum. Auf dem man sich jetzt komischerweise auch sicher fühlt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und hat mir nicht eigentlich auch den Clan gerufen? Der ist irgendwie nie gekommen. Noch weiter hoch. Was ist denn das? Einfach nur Blümchen? Okay. Ist es eine schlaue Idee, zu einem Totenkopf hinzugehen? Da drüben. Als ob der da mitten durchspringt. Was ist denn mit dem? Der ist voll doof. Also motorisch gesehen, kein Meisterwerk. Was ist denn mit ihm los? Bloß nicht. Nein. Hallo, geh doch mal bitte. Steuerung ist hier echt so eine Sache. Was mit ihm? Anwärmen, du kannst Außenseiter davon überzeugen, indem du ihr Bedürfnis erfüllst. Was brauchst du? Kollege. Kollege Schnürschuh? Junge, was... Hier. Hast du Hunger, oder? Guck mal hier, Kokosnuss. Boxing... Ich kann ihn schlagen, ich weiß nicht, wie das geht. Habe ich noch nicht gelernt. Willst du einen Speer? Willst du auch nicht. Ich denke, der will die Kokosnuss oder irgendwas Fruchtiges. Was ist denn das hier? Weißt du was? So ein Speer haben wir gleich wieder gemacht. Tschüss. Was ist das hier? Eine reife Kokosnuss. Neues Werkzeug. Kapokfaser. Anbinden. Hilft gegen Wunden, das ist überaus gut zu wissen. Ich gehe jetzt einfach weiter zu dem Totenkopf, ganz ehrlich, der kann mich mal. Soll er mir halt sagen, was er will. Ja, ich denke, das ist besagtes Nest. Ich nehme jetzt Rache. Ja, da ist... Och nein. So.
geben wir dem Kleinen einfach mal die Chance, dass er sich von seiner Mama verabschieden kann. Oh, es tut mir wirklich ein bisschen leid. Nee, das nicht. Aber okay. Das tut mir voll leid. Dafür klaue ich ihm seine Eier. Ein Gauklerei. Wenn ich das dem Typen da unten gebe. Ich meine, mit zwei. So Sachen in der Hand kann man wahrscheinlich nicht so gut klettern. Wo war der denn? Gott, jetzt muss ich den erstmal wieder suchen. Hätte ich den vielleicht mal anfokussieren sollen? Ich meine, ich höre ihn auch noch. Der war auch nicht so weit weg. Glaube ich. Ach, da ist er. Ich hasse ihn. Ist das Kind auch tot? Warte mal, ich muss nicht wirklich wieder von hier aus. Das ist doch scheiße. Also das Kind scheint noch zu leben. Und weil ich das Kind dabei hatte, hat der Clan jetzt auch nur noch ein Kind. Aber so ein Babyaffe kann doch auch klettern, ne? Der kommt doch hier bestimmt aus eigener Kraft wieder zum Clan. Warum musste ich den mittragen? Ich bin aber auch nicht mehr losgeworden, weil das war ja das Problem. Ich wollte den kleinen Affen gar nicht mitnehmen. Ich musste halt, das war ein Unfall. So, hier kannst du da mal auf die... Genau, kletter da mal hoch. Ach, guck mal. Oh, so süß. Der macht das echt gut. Ah, 5 Tage und schon tot. Da war doch Speicherpunkt. Die Leiche liegt da. Aber der, hier, das Jungtier war ja dabei. Und das müssen wir jetzt irgendwie wieder zurückbringen. Hallo, ich bin wieder da. Problem ist nur, ich glaube, das Jungtier kann nichts. Ach doch, kann hier auch zugreifen. Mir folgen. Ich nehme mal hier drüben die Lady vielleicht. Ah nee, es war ein Alter. Weißt du was, ich nehme den Alten. Wenn der tot ist, dann scheiß drauf. Aber ich kann nicht mit dem Kind spielen, das ist zu gefährlich. Da haben wir nämlich irgendwas Neues gelernt. Klar, Expedition beenden, die nie stattgefunden hat, weil ihr nicht gekommen seid. Ihr habt mich lieber sterben lassen. Hallo, kann ich da... Sag mal, ich will ja schlafen. Jetzt. So, dann Evolution. Was haben wir hier?
Orthostase und Sinne. Sinnen in Elemente in weiterer Erfahrung zu decken, ist aber okay. Ja, toll. Das bringt mir halt jetzt aktuell noch nicht so viel. Und ich glaube halt auch fast, wir müssen uns tatsächlich diese, wir müssen, denke ich, diese Zeitsprünge machen. Kann das sein? Weiß ich halt nicht. Und ich würde lieber einen Erwachsenenaffen spielen. Würde ich mich ein bisschen besser fühlen. Wie schaut es mit dir aus, erwachsener Affe? Weiblich, fruchtbar. Ja, es ist wenigstens nicht so alt. Ich habe ehrlich gesagt aktuell überhaupt keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Ich stehe irgendwie so ein bisschen da. Wir können halt entdecken, erforschen, das mit den Dornen funktioniert. Das mit den Dornen nervt mich. Die müssen sich doch auch irgendwie erforschen lassen. Sonst würde ich vermuten, dass wir dafür Werkzeug brauchen. Ich kann aber halt, ja, ich kann einen Stock herstellen, mit dem ich nicht schlagen kann. Ist jetzt auch nicht so krass. Unheimliche Geräusche gibt es hier überall. Da ist noch ein Fragezeichen. Dann schauen wir uns das Fragezeichen da drüben an. Erstmal unser Camp so ein bisschen erkunden. Auch wenn ich dachte, wir hätten das schon getan. Wo genau? Ja, da ist Mamas Leiche. Das habe ich mitbekommen. Da war doch gerade noch ein Fragezeichen. Wo ist es denn jetzt? Da unten ist die andere. Ja. Wir können also die Leichen wiederfinden. Nee, nicht den Affen. Hier, das. Toter Zweig. Und wir können noch irgendwas aus dem toten Zweig machen, so wie es ausschaut. Ich weiß aber nicht was. Also so verstehe ich das. Dass wir da noch irgendwas draus machen können. Es ist ein verdammter Stock. Und die Sinne leveln trotzdem, obwohl wir das ja schon kennen. So, hier wieder toter Zweig. Zwei Rezepte, eins davon kennen wir nicht. Stein. Stein. Warte, was war das? Haben wir hier beides? Ja, wir können einen Schlafplatz damit machen und was auch immer. Nee, hier.
Wir haben hier einen Angelplatz? Ich weiß noch nicht mal, wie ich eine Angel mache. Nein, ein bisschen weiter hoch. Das. Das Fragezeichen ist halt jetzt einfach weg. Oder kann ich unter den Dingern einfach nur schlafen? Weiß ich gerade auch nicht. Nochmal toter Zweig. Ich will das zweite Rezept für den toten Zweig. Ach doch, da ist das Fragezeichen. Ach so, das Fragezeichen ist auch hier der Busch. Den ich halt einfach nicht kontrollieren kann, was total doof ist. Und noch ein Fragezeichen. Ja, es sind ja auch zwei Büsche. Ich würde halt irgendwie gern reinschlagen. Aber damit können wir halt wirklich gar nichts machen. Ja, weiß ich nicht. Abstreifen. Okay, jetzt haben wir das nächste Rezept. Wird das dann jetzt auch so angezeigt bei den Toten? Bei den toten Dings? Hier zum Beispiel? Nee, immer noch nicht. Mit was könnte man das noch verändern? Mit den Blättern hier macht ja nicht wirklich Sinn, oder? Ach, dem Stapel hinzufügen. Okay, okay. Hier können wir auf jeden Fall gar nichts verändern. Na gut. Warte mal, wenn dann dem Stapel hinzufügen, bitte. So, ist jetzt ein Stapel. Das heißt, wir können dann rein theoretisch auch mehr davon mitnehmen. Dann sollten wir Essen sammeln. Okay, ich glaube, so funktioniert es. Wir müssen dann wirklich alles so ein bisschen ansammeln. Ich habe zwei neue Fertigkeiten, meine ich. Ich würde kurz nachgucken. Können wir dann irgendwas Neues machen? Jawohl. Gedächtnis. Dann den Anweisungen von der... Ja, keine Ahnung. Okay. Mhm. Werden wir gleich machen. Sensorisches Gedächtnis. Ist die Verbindung hergestellt, benötigt die Untersuchung der Nahrungsqualität weniger Zeit. Okay. Ist ja an sich ein guter Schritt. Die Untersuchung der Qualität deiner Nahrung benötigt weniger Zeit. Gut. Gut. Also sollten wir jetzt vielleicht öfters mal ein bisschen Nahrung untersuchen, damit wir die Qualität rausfinden können. Einige Gegenstände können die Möglichkeit zum Bauen bieten, wenn sie vorrätig und zahlreich genug sind. Ach, so ein Ding ist das. Weißt was, ich lasse mal ein Stöckchen. Ich sammle jetzt mal wirklich... Komm, wir sammeln hier einfach mal alles.
Da sind Steine. Meinetwegen, hier sind Stöckchen. Das ist schon ein Speer. So einen muss ich fallen lassen, sonst kann ich die leider nicht verändern. Dann kommt das hier mit auf den Stapel, bitte. Stapel hinzufügen. Dasselbe hier nochmal. Dann hier wieder hinzufügen. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel ich davon am Ende brauchen werde, damit das auch geht. Oh, ich nehme einfach, komm, ich nehme Blätter auch mit. Vielleicht für ein Blätterdach. Wo lege ich es woanders hin, damit ich es auch wiederfinde? Das nächste Stöckelein. Ist das einer von den normalen Steinen, die wir hier drüben auch haben? Ich glaube nicht, ne? Das ist... Nee. Mach mal zwei Steinstapel. Dann haben wir hier die Blätter. Ja, ist gut. Bist du müde oder was? Oder hast du Hunger? Kann grundsätzlich beides sein. Passt das zu keinem Stapel? Als ob wir jetzt schon drei verschiedene Steine haben. Ich bin mir sicher, sie hat Hunger. Oh, oh. Einfach weg. Schlimm ist das. Wenn ich jetzt wüsste, was wir davon brauchen und wie und warum vor allem, das ist alles nicht so einfach. Wie oft soll ich denn das machen? Nein, nicht den. Mensch, Affe, hör doch auf. Schau mal hier. Nimm mal den. Und verändere den mal. Kann ich jetzt diesen ganzen Stapel nehmen? Nein, offensichtlich nicht. Daraus hat man bloß diesen anderen Stock bekommen, ne? Ja. Weiß ich halt noch nicht, ob mir das wirklich was bringt. Den konnte ich nämlich, meine ich, auch nicht mehr... Da war nichts mit verändern. Nee. Stein bleibt hier. Warte, jetzt erst Stock, Stein...